So, hallo alle zusammen. Ich filme mich jetzt gerade mit der neuen DJI Pocket 2 und da kann ich jetzt zittern, wie ich will und wackeln. Ich bleibe immer stabil, na, wie man mich kennt. Und ich habe eine Ankündigung für euch. Es steht ja noch das Video aus, die Lenormand-Karten in Kombinationen. Ja, da hatten wir ja schon letztens das Video hochgeladen, da habe ich die einzelnen Karten erklärt. Und nachher machen wir dann ein Video, das stellen wir dann als Premiere ein, quasi. Und ja, dann laden wir das morgen früh oder morgen Vormittag, später Vormittag hoch. Und dann soll es wohl möglich sein, dazu zu chatten. Also das probieren wir jetzt einmal. Aber jetzt erstmal ein Video für euch, das Tagesreading neben dem Tagesquickie. Und viel Spaß damit. Bis dann. So, hallo und herzlich willkommen. Da geht es ja auch schon los mit dem Video. Und zwar habe ich mir für heute ausgedacht, eine Frage, die natürlich einen jeden beschäftigt, dessen Beziehung irgendwie komisch auseinandergegangen ist oder man hat sich distanziert, man hört auf einmal nicht mehr voneinander oder man hat sich gestritten. Es ist gerade Funkstille, vielleicht auch schon etwas länger Funkstille. Da stellt man sich natürlich mal die Frage, ja, ist es denn mit meinem Herzensmann jetzt vorbei? War es das jetzt in der Beziehung? Oder ist da vielleicht noch eine Chance da, dass man sich wieder versöhnt, wieder vereint? Und ja, diese Frage, die wollen wir natürlich jetzt erstalken auf feinstofflicher Basis. Ich sage das ja stalken immer wieder aus Spaß, weil ich ja letztens in einem der Kommentare als Stalker bezichtigt wurde. Das fand ich ganz witzig. Deswegen möchte ich diesen Gag jetzt auch ab und zu mal aufgreifen. Lasst uns also etwas stalken und uns jetzt hier mal die Frage stellen, ist es mit meinem Herzensmann vorbei? So, jetzt suchen wir den guten Mann mal raus. Wo versteckt er sich denn? Komm raus, lass dich blicken, Junge. Wo bist du? Na, wo ist er denn? Stell mal, der versteckt sich schon. Da ist er jetzt. Okay. So. Ich würde sagen, wir machen das wie immer. Ihr schließt mal kurz die Augen. Konzentriert euch auf euren Herzensmann. Denkt an ihn, spürt in ihn hinein, nehmt euch kurz Zeit. Und dann fragt ihr euch jetzt, ist es mit meinem Herzensmann oder ist es mit dir jetzt wirklich vorbei? Okay, und dann schauen wir mal nach der ersten Karte. Da flutscht sie auch schon heraus. Ja, was haben wir da? Da haben wir die Lupe. Ja, wenn wir ihn jetzt fragen, ob es für ihn wirklich vorbei ist mit dir, kriegen wir hier als erstes mal die Lupe. Dann kann ich euch schon sagen, dass er jetzt nicht so ohne weiteres das Feld geräumt hat, was die Partnerschaft angeht, sondern er schaut da schon genau drauf, hat genau drauf geschaut oder schaut aktuell jetzt auch noch immer da drauf. Tja, was ist denn da schiefgelaufen? Was ist passiert? Was hätte ich vielleicht anders machen können? Oder warum ist es so gekommen, wie es jetzt ist? Das sagt mir hier jetzt schon mal die Karte. Also, es ist jetzt nicht so, als würde er überhaupt nicht an dich denken in seinem Rückzug. Aber wir fragen gleich mal die nächste Karte. So. Ah, okay. Ich sehe hier den Wunsch nach Klarheit. Ja? Vielleicht ging das Ganze irgendwie ein bisschen komisch auseinander. Ja, der Kontakt ist so ein bisschen komisch auseinandergegangen bei euch. Da war auf einmal irgendwie Funkstille und keiner weiß wieso. Also hier die Karte der Stern, die hat er auch im Kopf. Also er wünscht sich hier schon auch irgendwie Klarheit zu dieser ganzen Sache, dass da passiert ist. Steht sich aber scheinbar irgendwie gerade noch ein bisschen selbst im Weg, weil sonst hätte er sich ja schon gemeldet für ein Gespräch, was natürlich das Einzige gewesen wäre. Einzig Richtige. So, diese zerfledderte Dame hier, das bist du, fällst hier als Personenkarte, das ist sehr interessant, und schaust hier auch auf die Klarheit. Also es scheint mir so, als würde hier irgendwie ja ein Abbruch stattgefunden haben, ohne klärendes Gespräch. Das ist ja ganz, ganz oft der Fall.
Da gibt es ein Missverständnis, da gibt es einen Streit, da gibt es irgendein Thema, dann ist man im Rückzug und keiner redet mehr irgendwie mit dem anderen. Ja, das kommt mir in letzter Zeit ganz, ganz oft unter. Also beide ha haben hier schon irgendwie das Bedürfnis, in die Klarheit zu kommen, weil wahrscheinlich keiner so richtig weiß, ob es jetzt überhaupt wirklich vorbei ist. Schauen wir nochmal, was wir als nächstes für eine Karte kriegen. So, ja, der Reiter. Eine Karte, wo man sieht oder merkt oder spürt, da will man aus einer Situation heraus, ja, in eine bessere Situation. Der Reiter, der ist ja Überbringer positiver Botschaften, positiver Nachrichten, dass man jetzt aus der Situation, in der man ist, irgendwie herauskommen möchte. Da ist er jetzt gerade noch nicht so in dem Stadium angekommen. Es scheint mir, als wäre er hier einfach nur noch verwirrt im Augenblick und versucht mit sich selber auszumachen und selbst zu begreifen, was denn hier eigentlich geschehen ist. Also die Frage, ist es mit ihm vorbei, kann ich bis zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich mit Nein beantworten. Hier ist nur gerade irgendwie ganz komische Stille, Funkstille. Schauen wir mal weiter. So, wo schaut der gute Mann denn jetzt drauf? Aha, der schaut jetzt hier auf den Klee. Ja, das ist eine Aufmerksamkeit, das ist eine glückliche Fügung, das ist das kleine Glück. Also er schaut hier auf das kleine Glück oder auf, das ist so eine Karte für die kleinen schönen Dinge des Lebens. Ja, also ich schätze mal, er wäre ganz froh, ja, wenn es hier so eine Art, einfach nur so eine Kontaktaufnahme gäbe, ja, so eine ganz kleine Aufmerksamkeit zwischen euch, dass hier vielleicht sogar wieder ein Kontakt stattfindet. Ich sehe ihn jetzt so, als dass er vielleicht gar nicht glaubt, dass es wieder was werden könnte, er es aber gerne hätte. Vielleicht hat er ja Mist gebaut. Ja, vielleicht hat er dich ja enttäuscht, belogen, betrogen. Das kann natürlich sein, dass er jetzt eh denkt, okay, das wird leider sowieso nichts mehr. Da brauche ich mich gar nicht melden. Er erhofft sich aber hier eine kleine Kontaktaufnahme von dir. Ja, da schaut er ja drauf. Hat aber keine große Hoffnung. Das sehe ich jetzt hier auch schon im Deck. Und die nächste Karte, die wir hier bekommen, das sind die Blumen. Ja, das ist ähnlich wie ja, der Klee. Die Blumen auch ein Geschenk, eine Aufmerksamkeit. Ja, das ist das Wachstum. Also hier, wenn ich frage, ist es denn wirklich vorbei? Und ich kriege die Blumen als Karte, dann ist es für mich eher so, dass es mitnichten vorbei ist. Es sei denn, man ist einfach nicht in der Lage, da vielleicht mal ein klärendes Gespräch zu führen. Weil hier schaut es mir schon so aus, als würde er sich doch dann wieder den Wachstum und die Aufmerksamkeit von dir wünschen. So, wenn ich jetzt wieder schreibe, er wünscht sich deine Aufmerksamkeit, dann geht es wieder rund in den Kommentaren. Wie viel denn noch? Wie oft denn noch? Ah, so, hier die Schlange. Ja, eine viel diskutierte Karte. Ja, Gesundheit, Erneuerung, komplizierter Weg, Rivalin. Also das kann alles das sein bei der Schlange. Das ist eine Schlange, eine Karte, die hat viele Bedeutungen. Und ich sehe die Schlange jetzt hier. Ja, vielleicht hatte er eine andere oder hat eine andere kennengelernt. Es habe ich aber auch so den Impuls, dass es sich hier um eine Erneuerung handelt, ja, dass er schon gerne hätte, dass hier wieder etwas Neues entsteht zwischen euch, er aber irgendwie nicht so wirklich in der Lage ist, den ersten Schritt zu gehen. Ich gehe mal davon aus, dass er vielleicht Mist gebaut hat, ja, hat er dich betrogen, hat er dich belogen, angeschwindelt, ja, also da gibt es ja die verschiedensten Dinger, weshalb er vielleicht jetzt der Meinung ist, da brauche ich mich gar nicht mehr bei dir melden. Das wird sowieso nichts mehr, obwohl ich es vielleicht gerne hätte. So, und wenn ich sage gerne hätte, habe ich hier das Haus bekommen. Das steht natürlich jetzt A für das Haus, für die Häuslichkeit selbst auch, ganz klar. Das steht aber auch für eine Basis, für ein Fundament, ja, also auf das man aufbauen kann. Also hier schaut es mir so aus, als würde der gute Mann schon ein Fundament sich wünschen, eine feste Basis und hier an der Hauptenergie draußen, da haben wir ja
den Brunnen und der ist ja für Tiefgründigkeit. Also da sehe ich schon tiefe Gefühle seinerseits, aber auch viel Scham über das, was er getan hat vielleicht. Also ich sehe den Mann und hier liegt auch der Neuanfang nochmal im Deck an der zweiten Stelle, an der Unterseite des Decks. Die schaue ich auch gerne immer mal an, was da noch so liegt. Also man kann jetzt sagen, wenn man sich die Frage stellt, ist es mit meinem Herzensmann vorbei? Sehe ich den Mann gerade in einer Situation, in der er sich vielleicht ein Zeichen von dir wünscht, dass er sich nochmal um dich bemühen darf? Er glaubt nicht, dass es weitergeht, obwohl er es gerne würde. Ja, die Lupe hier, dass er die Sache schon analysiert und betrachtet. Beide hätten gerne die Klarheit. Hier die Blumen für das Wachstum, für die Aufmerksamkeit. Ich sehe die Schlange hier schon auch als Erneuerung in Sachen, ja, Fundament und Basis, dass er schon der Hoffnung ist, dass da noch mal etwas passt. Also ich glaube, der Mann hat irgendwie Mist gebaut und traut sich jetzt, glaube ich, keinen Schritt auf dich zu machen. Ja, also das ist meine Wahrnehmung von dem Deck. Ich würde sagen, es ist nicht ganz und gar vorbei. Hier bedarf es vielleicht einmal hier der Klärung, weil die Karte ist sehr wichtig im Deck, weil beide Karten dran angrenzen. Und diese auch hier angrenzen, das ist so die, ja, der Klee ist so die kleine Aufmerksamkeit, dieser erste Schritt, dass man hier mal wieder in Kontakt tritt, dass man vielleicht die Dinge nochmal regelt und noch einmal miteinander spricht. Ja, also so, das war jetzt euer, was ist denn heute überhaupt? Freitags, eure Freitagserlegung. Wenn du in Resonanz gegangen bist, freut es mich sehr. Wenn du nicht in Resonanz gegangen bist, und das ist trotzdem dein Thema, wie andere fragen auch, liebt er mich noch? Was fühlt er für mich? Warum meldet er sich nicht? Warum ist er im Rückzug? Ist es wirklich vorbei? Kann ich ihm vertrauen? Diese ganzen Fragen, wenn ihr habt, meldet euch gerne bei mir. Meine Handynummer ist ja immer unten in der Infobox. Schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Ich habe meinen Kanal da jetzt öffentlich gemacht. Da könnt ihr mich mal sehen, wie ich leibe und lebe. Ja, wie ihr leibt und lebt. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Abonnieren bitte nicht vergessen. Da freue ich mich immer drüber. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video.